Ihr habt euch sicherlich gefragt, was ich euch für eine Abstimmung im letzten Ankündigungsvideo gespoilert habe. Nun gut. Also, im Grunde genommen ist es die Fortsetzung vom letzten Ankündigungsvideo, da die kommende zügige Abstimmung, zu der ich in wenigen Sekunden kommen werde, große Kanalveränderungen mit sich bringen wird. Kommen wir nun zu den Hintergründen der Abstimmung. Und zwar habe ich vor ein paar Wochen mir eine äußerst lange Mitfahrt von meinem Kollegen Lavan Entertainment angeschaut, bei der er unter anderem durch das Rheintal gefahren ist, in Transportfieber. Und dadurch wurde ich dann wieder mit dem Transportfieber infiziert. Allerdings wollte ich nicht wieder dasselbe machen, wie ich das bereits schon bei der North America and Europe Map oder der Frankreich Map getan habe. Und abgesehen jetzt von den ganzen Szenarien, die von Urban Games bereitgestellt wurden, habe ich mir gedacht, etwas weitaus Größeres als die vorherigen Projekte überhaupt hätten bieten können, zu kreieren. Das Ganze wäre auch für mich persönlich komplett Neuland, aber im Bereich des Möglichen, würde ich sagen. Da ich halt in letzter Zeit viele Videos über die Nordlandsbahn, Flamsbahn und allgemein über die Schienenvernetzung in Norwegen schaue, dachte ich mir, man könnte auf maximal möglicher, realistischer, detailgetreuer Art und Weise das Schienennetz in den einzelnen Provinzen Norwegens in Transportfieber nachbauen. Und sofern es keine detaillierten Züge, Waggons, Bahnhöfe und so weiter an Mods gibt, dass man diese dann ebenfalls erstellt. Was ich persönlich noch nicht gemacht habe, noch nie gemacht habe, aber mich gerne mit beschäftigen würde. Und was bestimmt eine Menge Arbeit werden wird, aber auch gute Endprodukte hervorbringen wird. Was man unter dieser kreativen Thematik auch noch machen könnte, wäre, dass man einige der Routen in Norwegen für Train Simulator oder ähnliche Spiele erstellt. Und ja, wie bereits gesagt, also es ist für mich komplettes Neuland und will selbstverständlich auch einige Hürden mit sich bringen. Und ich würde die ganzen Arbeiten zum einen streamen, also mal mit und mal ohne Nachforschung. Kommt natürlich auf einem, wie das ist, wenn jetzt mitten im Stream das zu einer Nachforschung kommt, dann kommt es halt dazu, aber ansonsten versuche ich es zu vermeiden. Und den Stream wird es dann, also den Stream werde ich dann nebenbei auch wie immer, wie jeden Stream in höherer Qualität aufnehmen. Also ich werde ihn halt nebenbei aufnehmen und dann ist er halt nicht mit 720p und leicht am Rumpixeln, sondern komplett 1080p und keine Verpixelung und so weiter. Und werde dann halt von dem aufgenommenen Stream einige Teile davon als Video mit, naja, unter Umständen auch erhöhter Geschwindigkeit auf den Kanal hochladen. So gesehen ein bisschen Speedart. Wenn ihr das sehen wollt, wenn ihr wollt, dass ich die einzelnen Provinzen Norwegens in Train Simulator realistisch, oder möglichst realistisch darstelle, oder das Ganze für einzelne Routen in Train Simulator oder ähnlichen machen soll, dann klickt oben rechts aufs i und stimmt ab. Nun sind bereits einige Wochen vergangen, seitdem ich das Video bei Lavan gesehen habe und ich mir diese Idee entwickeln konnte. Und in der Zeit habe ich auch natürlich auch Zeit gehabt, mir mehr Gedanken machen zu können und auch Denkanstöße zu bekommen, wie der Kanal Seidenspinner sich weiterentwickeln kann und mit jeder Menge Schweiß und Blut auch wird. Denn es wird nicht nur, wie ich euch bereits ja schon im letzten Ankündigungsvideo gesagt habe, ein neues Logo, das mittlerweile bereits zu Papier gebracht wurde, ein neues Banner und Kanaldesign in Bezug auf Twitch und YouTube Thumbnails geben,
Den Vorschlag des Ganzen könnt ihr übrigens auf Instagram verfolgen. Der Kanal, der wird auch, was das Content betrifft, sich stark verändern. Was die Musik betrifft, muss er das höchstwahrscheinlich leider auch. So wie es jetzt gerade aussieht, vielleicht auch nicht. Wir werden es sehen. Aber höchstwahrscheinlich ist es der Fall. Und zwar werde ich den Kanal breiter fächern und somit offener gestalten. Das heißt für euch, dass es ruhigere, zum größten Teil entspannte Projekte, also Simulatoren und Strategiespiele, wie ich sie ja bereits jetzt schon hauptsächlich mache, dann wird es kreative und kreativ-realistische Projekte mit Recherche und Detailarbeit geben, wie bereits vorgeschlagen mit Transport, Fever und Train Simulator oder ähnlichem. Es wird actiongeladene Projekte geben, mehr Compilations und Real-Life-Videos. So passt sich der gesamte Kanal nicht nur dem Namen an, sondern auch dem Design, was kommen wird. Und ich kann euch auch mehr bieten und vernachlässige dabei nicht die Simulatoren, die ich, wenn die Möglichkeit besteht, auch auf eine realistischere Ebene upgraden werde. Also, ihr könnt gespannt sein. Ich hoffe, es gefällt euch. Ich hoffe, ihr stimmt auch fleißig ab bei der Abstimmung. Ich bin's, Francesco. Mach's gut und bis zum nächsten Video. Tschüss.